The Mighty Quest for Epic Loot. Ja, auf der E3 gab es ja jetzt ein paar neue Sachen zu sehen. Simon, du warst vor ein paar Wochen schon mal in Paris und konntest das Spiel selber anspielen. Magst du vielleicht mal ganz kurz das Spielprinzip nochmal erklären? Ja, also für alle, die es nicht kennen, mal ganz kurz was zum Spielprinzip von The Mighty Quest for Epic Loot. Das besteht ja im Grunde aus zwei Spielen. Hier sehen wir den ersten. Das ist ein Action-Rollenspiel. Erinnert ein bisschen an Diablo. Ist so eine etwas reduzierte Variante davon. Wir sind hier als Ritter unterwegs in einer Burg und unser Ziel ist es, ja, ans Ende zu kommen und den Schatz zu bergen. Das Besondere daran ist, diese Burg hat nicht etwa ein Computer erstellt, sondern ein menschlicher Gegenspieler. Denn das ist der zweite Part von The Mighty Quest for Epic Loot. Das ist eine Burg zu bauen à la Dungeon Keeper und dann die ganzen Helden drauf loszulassen. Dann kann man einen Schatz bergen. Und als Burgerschaffer kann man Fallen platzieren und Monster platzieren, durch die man sich dann halt durchkämpfen muss, wenn man sozusagen im Action-Part drin ist. Was wir sehen, ist ein bisschen neues Gameplay-Material. Also es werden so ein paar neue Gegner gezeigt und ein paar neue Fallen. Hier sehen wir auch den Magier, das ist jetzt die dritte Klasse, neben dem Bogenschützen und dem Krieger, dem Ritter sozusagen. Und der hat ein paar neue Tricks drauf, das Ganze kennt man, wenn man schon mal sowas gespielt hat wie ein Action-Rollenspiel. Also es gibt da verschiedene Zauber und Schutzzauber und solche Geschichten. Und das Besondere ist eigentlich im Grunde daran, nur dass man halt ja sozusagen die verschiedenen Schlösser, die die menschlichen Mitspieler erbauen, stürmen muss und dafür dann Gold kriegt und neue Ausrüstung und solche Dinge. Hier sehen wir den Baumodus. Das läuft sozusagen auch im Spiel ab. Hier kann man dann Monster platzieren, natürlich nicht beliebig viele. Ansonsten wäre es natürlich auch ein bisschen schwer, sondern man hat eine gewisse Anzahl von Verteidigungspunkten. Und im Shop kann man dann neue Monster kaufen, denn das Ganze ist free to play. Befindet sich jetzt in der geschlossenen Beta, also man kann das Ganze auch selber ausprobieren.